Wow. Also ich glaube, ehrlich zu sein, wir brauchen überhaupt gar keinen Brainstorm. Weil es einfach awkward ist. Es ist einfach awkward. Außerdem, die Leute sollen doch dich. Also was interessant ist, die Leute sollen dich sehen, wie du Schlagzeug spielst. Und sollen mich dann ab und zu sehen, wie ich die Technik bediene. Und das sollte doch überzeugend genug sein. Und wer dann diese Sample Packs nicht kauft, ist eh völlig bescheuert. Ich würde eigentlich gerne sowas sagen wie: Hallo, mein Name ist Philo Chumbi, Sie kennen mich aus Instagram-Videos wie vom 25.06.2018. Ich finde ihn nicht so schlecht. Ja, ich finde es eigentlich einen modernen Ansatz. Okay. In welche Kamera? Achso, ich Läuft denn das Mikrofon jetzt? Also jetzt mach doch mal hier eine proper moderne Ansage, wie ihr Kids das so macht heutzutage. Kauf mein Lootpack. Ja. Das, also letztlich bottom line. So TikTok-mäßig. Was macht man auf TikTok nochmal? Tanzen. Oh, scheiße. Wir haben sehr viel aufgenommen. Sehr, sehr viel. Unangenehm viel, eigentlich. Und das meiste nicht benutzt. Das heißt, das, was übrig ist, ist halt richtig gut. Ja. Ja, ich frage mich immer, ob das tatsächlich ein Qualitätsmerkmal ist, wenn man sagt, man hat viel aufgenommen. Und dann gibt man aber nicht viel raus. Wobei wir geben ja sogar viel raus. Also sagen wir so, wir haben sehr viel aufgenommen und es ist auch viel bei rausgekommen. Ja. Das könnte die Aussage sein. More is more. The sky is the Himmel. More is kein Risiko. Sorry. Ach so. Wir waren im Cloud City Studio. Das ist, hat Prestige. Wir haben schon andere Leute aufgenommen. Ja, weiter. Kommt gleich, ja, ich wüsste gleich, bist du drin. Die Leute haben es, die bleiben auf jeden Fall dran. Die Hook, mit dem, als sie schon andere Leute aufgenommen haben, war auf jeden Fall gut. Damit hast du sie auf jeden Fall gekriegt. Mikrofone haben wir benutzt. Oder? Dutzende. Wie viele? Pro. Fünf. Ja. Ja, ich glaube, Ausland 5. 5 bis 15 Mikrofone. 2 Bandmaschinen unterschiedlicher Güteklassen. Manche, die kaputt waren, für Effekte. Und manche, die heil waren, auch für Effekte. Und bei manchen wussten wir gar nicht, dass sie kaputt waren. Das hat sich dann später erst so rausgestellt. Ja. Dann haben wir so gearbeitet, dass du gespielt hast und bei dem Mischpult habe ich dann von den Mikrofonen unterschiedliche Signale in Effektgeräte reingeschickt und wieder zu dir zurück und du hast dazu gespielt und ich habe dann zu dir gespielt, ja. Woraufhin du dann wieder zu mir gespielt hast. Ja. Und dann war es quasi Musik. So wie man sich, ja. Wie man sich im Volksmund Musik vorstellt. Volksmund hat da gar nichts zu suchen, das Wort. Ne? Wie man sich Musik machen vorstellt. Ja, so wie man sich Musik machen vorstellt. So, eine spielt, einer spielt auch und dann spielt man zusammen. Ja. Ja, Aktion, Reaktion eigentlich. Das ist eigentlich das Motto der Loop-Packs. Und dann sind so viele heftige Sachen passiert, dass wir der Meinung waren, man kann das nicht alles in einem Pack machen, sondern man muss eins für die Freaks und eins für die Angsthasen. Angsthasen, ja. Ja, welches Pack jetzt für welchen ist, für die Angsthasen oder für die Freaks, das sagen wir aber nicht. Ja, aber es ist ja auch vollkommen okay. Also sind ja alle
Okay. Alle willkommen. Alle willkommen und akzeptiert. Und kann man das auch mit Ableton benutzen? Mit allen diesen Programmen, Computerprogrammen. Ist das auch was für Leute, die selber nicht Schlagzeug spielen? Auf jeden Fall. Und ist es aber auch was für Personen, die richtig, richtig gut Schlagzeug spielen? Auch. Wofür braucht man dich dann eigentlich noch? Ja, ich bin ab sofort mit Release des Loop-Packs eigentlich obsolet. Hast dich selbst abgeschafft dann? Ich habe mich selber abgeschafft, ich komme hier nur noch zum Kaffee trinken. Den könnten wir eigentlich auch mal, wir könnten auch so ein Kaffeebodenpack noch mitliefern. Ja. Oh ja. Für die ersten 10 Bestellerinnen liefern wir einfach noch 250 Gramm Espressobohnen dazu. So. Ich fand das schon sehr viel Schönes dabei. Oder? Ich glaube, haben wir es vielleicht einfach. Schneidest du da mal ein bisschen was raus?